Wie schreibe ich griechische Buchstaben? In der Mathematik und der Naturwissenschaft werden oft griechische Buchstaben verwendet, um Winkel, Summen oder anderes zu beschreiben. Man muss sich klar machen, dass griechische Buchstaben, genau wie lateinische Buchstaben, einmal in gedruckter Form als Druckschrift existieren und einmal als Schreibschrift, auch wie bei den lateinischen Buchstaben, auch etwas unterschiedlich geschrieben. Hier werde ich zeigen, wie man griechische Buchstaben so schreiben kann, dass man sie gut voneinander und auch von den lateinischen Buchstaben unterscheiden kann. Der erste Buchstabe ist das Alpha. Das Alpha würde ich immer in der unteren Linie rechts anfangen, dann nach links gehen und nach oben. Das Beta fängt man ganz unten an, nach oben und das B fertig zeichnen. Das Gamma fängt man links oben an der mittleren Linie an, es geht nach unten, macht eine große Schlaufe. Ich mache gerne oben noch eine kleine Schlaufe dran zur besseren Unterscheidbarkeit. Das Delta fängt etwas unter der zweiten Linie an, wieder von rechts, geht nach oben, etwas schräg und einen kleinen Haken dran. Das Epsilon sollte man nicht mit einem Kreis und einem Querstrich schreiben, weil dann die Unterscheidbarkeit von den lateinischen Buchstaben schwieriger wird. Die richtige Schreibweise sind einfach zwei Beulen aneinander. Das Zeta fängt an der obersten Linie an und hat hier eine flache, kleine Beule, geht nach unten und hat unten noch einen Bogen dran. Das Eta fängt etwas unter der zweiten Linie an, geht dann nach ganz unten und hat noch einen Bogen. Das Theta, ein sehr häufig benutzter Buchstabe, fängt hier unten drunter an. Dieses ist das Schreibschrift-Theta. Es werden auch in manchen Büchern oder bei manchen Schreibschriften das Druckschrift-Theta verwendet. Das Druckschrift-Theta ist ein Oval mit einem Querstrich drin. Wenn dieses Oval etwas schmaler ist, ist es das kleine Theta. Ist es etwas runder, ist es das große Theta. Nicht durcheinander bringen lassen, dieses und dieses sind genau das gleiche. Das Jota ist quasi wie unser I. Jota. Dann gibt es das Kappa. Kappa. Manche schreiben es auch mit zwei Strichen von der Mitte, unter, egal. Lambda, häufig benutzt, würde ich immer in dieser Linie schreiben und dann eine runde Linie von dem L. Wenn man einen Strich dagegen zieht, kommt es häufig zu Verwechslungen mit Ls, mit Ys, mit anderen Buchstaben. Mü. Von unten anfangen, nach oben und so schreiben. Das Nü. Das Nü schreiben manche wie ein V. Dann ist es natürlich sehr schlecht, von einem normalen lateinischen V zu unterschreiben, weshalb man das Nü am besten mit einem Bogen in beiden Richtungen schreibt. Und dadurch kann man das nicht mehr vertauschen. Danach kommt das Xi. Das Xi und das Zeta werden häufig vertauscht. Bei dem Xi ist einfach nur ein Bogen mehr drin, nämlich hier ist noch ein Bogen drin, bevor es dann auch nach unten geht. Omikron ist einfach nur ein kleines O und Pi, zwei Striche. Viele machen einfach nur oben einen Querstrich. Ich mache immer auch gerne, wie beim Lambda, eine kleine runde Linie, um die Unterscheidbarkeit zu verbessern. Das Rho. Auch dort hier ein Kreis und unten einen kleinen Bogen dran, um die Unterscheidbarkeit zu verbessern. Das Sigma. So und oben einen kleinen Bogen dran. Das ist das Standard kleine Sigma. Aber im Griechischen ist es auch so, dass dieses Sigma, wenn es der letzte Buchstabe des Wortes ist, wäre es auch ein kleines S. Sehr selten in der Naturwissenschaft verwendet, aber man sollte wissen, das gibt es auch. Sigma sehr häufig als großer Buchstabe wegen der Summe verwendet. Ein großer Strich oben und ein Summenzeichen. Ich mache es hier mal ein bisschen dicker, damit man es etwas besser auf den schwarzen Linien sehen kann. Strich und ein Dreieck. Das Tau kann man auch wie ein kleines T schreiben, aber auch hier nehme ich gerne einen kleinen Bogen dran, um es auch nicht zum Beispiel mal mit einem großen T zu verwechseln. Das Y. Viele verwechseln es mit unserem U. Es wird eigentlich nur in einem Bogen geschrieben. Wenn ich nur von links nach rechts gehe,
kann ich es nicht verwechseln mit einem U, wo ich einen Strich dran setzen würde, oder einem V, was spitz nach unten zuläuft. Das Phi fängt man oben an, im Kreis nach oben und runter. Manche machen einen Kreis und einen Strich durch. Das kleine Phi ist hier oben offen. Das große Phi würde man schon mit einem großen Kreis und einem Strich durchzeichnen. Das heißt kleines Phi, großes Phi. Das Chi, auch wieder eine runde Linie und eine eckige Linie. Dadurch kann man es auch von einem X unterscheiden in der lateinischen Schrift. Das Psi, häufig gerne nur mit einem Bogen und einem Strich geschrieben. Vorsicht mit der Vertauschung vom Phi. Deshalb würde ich ein Psi immer so schreiben, dass ich erst einen Bogen ransetze hier dran, bevor ich den Strich nach unten mache. Wie man sieht, keine Vertauschungsgefahr mehr da. Der letzte Buchstabe ist das Omega, das ist wie ein kleines rundes W und sehr oft natürlich das große Omega. Entweder kann man es mit einem Strich, einem Kreis und einem Strich machen. Ich finde auch, diese Grundlinie hat man ja in vielen Heften. Ich schreibe es gerne, indem ich erst einen Strich nach unten mache, bevor ich nach rechts gehe, dann das Omega dran setze und dann nach oben gehe. Beides Buchstaben, die so sehr häufig verwendet werden.